Oh, scheiß doch die Wand an. Also 4 weiß ich jetzt erstmal meinem Commander zu, meinem ganz guten, wenn ich ihn finde. Wenn ich ihn finde. Und den Rest von euch, den ich vielleicht auch noch finde, weiß ich dann meinem dem da. Ist das richtig? Ist das richtig. Was? Wieso habe ich jetzt nicht alle ausgewählt? Ach. Scheiß doch den Wand. Okay. Versucht die feindliche Basis einzunehmen. Nummer 2. Was heißt einzunehmen? Ich nehme die Basis ein, indem ich alles in die Luft sprenge. Ja klar. Lief schon im Zweiten Weltkrieg gut, die Strategie. Und wie sie sich einfach alle nur dann nein mobben, ne? Das ist doch nicht schön. Bewegt euch da mal raus. Sie sind aber auch nicht in der Lage, darum alles schön breit. Oh, jetzt fahrt da raus. Oh, geil, bis die da endlich mal hausen sind, sind sie schon wieder kaputt und müssen wieder zurückfahren. Jetzt. Das hat doch keinen Sinn, nicht. Also weg mit der Verteidigung. Bringt eh nix. Fahrt ihr heute nochmal da raus, bitte! Ich glaub's einfach nicht. Nein! Sie fahren einfach nicht weg! Oh, jetzt! Ihr, wo muss ich euch denn hinschicken, damit ihr da endlich mal raus... Danüber, ja! Fickt euch doch! Hallo, ihr sollt da wegfahren! Schon mitbekommen heute! 90% der Zeit verbrauche ich, indem ich mal Einheiten irgendwo anders hinschicke, wo ich sie gar nicht brauchen kann. Wo sie kaputt geschossen werden und wieder zurückfahren, wo sie nicht hin sollen. Ach! Lad einen Scheiß, habe ich gesagt. Schick los, verdammt nochmal. So. Jetzt vielleicht mal. Ich kotz noch, ey. So, da brauchen wir noch eine Verteidigung eben. So, habt ihr jetzt mal die Güte, da rüber zu fahren, vielleicht mal so in den nächsten 200, 300 Jahren. Bevor euch die Artillerie wieder alles kaputt schießt. Nein, Mission 10 ist das. Gott. Ich hasse euch so sehr. Ja, geil. Okay, der erste dreht schon wieder um. Nächste dreht schon wieder um und noch ein paar, ja genau. Bin mal gespannt, ob überhaupt jemand ankommt. Oh, wo seid denn ihr alle? Nein, nein! Ich kotz gleich. Komm, bewegt euch mal ein wenig da raus! Konstruktion abgeschlossen. Scheißegal jetzt, komm, macht die Wand platt, macht platt. Macht alles platt einfach nur noch. Oh Gott, ich weiß die auch völlig falsch zu, ne? Naja. Merkt eh keiner mehr in dem Chaos. Schönes Dreieck habe ich gemacht und... Habt ihr nichts zu tun oder was? Fahrt vorwärts, jetzt kommt, bewegt euch mal weg. Oh. Wenn jemand das jetzt verstanden hat, ich bin wütend. Komm, mach den Turm platt, mach den platt. Ja, das ist der Wahnsinn. Ach, nein, jetzt fange ich wieder an zu singen. Und wer steht wieder an der vordersten Front? Die Commanders. Ja, genau. Genau das ist es. Das ist der Plan. Ich schicke meine Commanders ganz vorne hin, um den Feind zu verwirren. Oh, ein Artefakt. Na, wenigstens etwas. Was ist das? Schwerrumpftiger? Klingt gut. Nehme ich, was auch immer er ist. Na, also. So, jetzt kann der Nummer 3 auch mal da hüben ganz schnell ein paar Reparaturplattformen aus dem Boden zimmern. So, und da hinten noch einen, wegen auseinander. Hoffentlich werden die gleich wieder in die Luft gesprengt. Hoffen wir einfach mal das Beste. Oh, das soll er zwar nicht machen, aber es ist schön, dass er den Feind ein wenig beschießt. Speichern. So, machen wir das auch noch gleich platt, was auch immer das ist. Eine Basis ist das, würde ich mal sagen.
Sieht aus wie eine, hat Ähnlichkeit, ja, möglicherweise vielleicht. Nein. Das ist eine, Dixie-Klo getarnt als Basis, genau. Deswegen stinkt sie auch so. So. Welchen Commander kann ich euch jetzt zuweisen? Das war der falsche. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ach komm, wo ist der? Wo ist er denn? Ah, da. Jetzt passt's. Und ich kann noch drei weitere Einheiten herholen. Habe ich denn noch drei? Ach, ich habe jetzt neu gebaut, ne? Holen wir noch so einen Tankkiller. Der hat eine fette Raketenkanone. Raketenkanone, ja, genau. Das ist die Zukunft. Da hat man Raketenkanonen. Oh, stimmt. Bei Munition ist ja Raketen. Wie war das? Verdammt, ich weiß den Text nicht mehr von der Mission, die ich vor ein paar Stunden gespielt habe, nicht mehr. Egal, brauche nicht wissen. Ich weiß, was ich tun muss. Alles in die Luft sprengen. Hatte ich schon mal einen Auftrag, wo was anderes war, als alles in die Luft zu sprengen? Ach, schön. Also so gefallen mir die Cyborgs stehend, ohne zurückzuschießen. Das ist was Schönes, ja doch. Das hat was. Das hat Stil einfach, ne? So von wegen, ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe, wenn ich anrücke, ne? Brav, ja, lasst euch kaputt schießen. Ach, ihr braucht nicht zurückschießen, keine Sorge, wir tun euch nichts. Oh, noch mehr Artillerie, ja, geil. Und, oh, wieder eine Eng... Ich töte denjenigen, der die Maps gemacht hat und die Wegfindung. Oh, muss ich ganz schön viel töten, ne? Ah ja, man hat's ja. So, weisen wir denn alle noch einen schönen Ausgangspunkt direkt vor feindlichen Kanonen zu. Ob ihr soll da wegfahren. Ob ihr jagt den mal in die Luft. Boah, 20.000 Raketen und keinen trifft. Ja, macht's auch noch platt. Oh, kann noch mehr erforschen? Oh ja! Turbomotor MK2, klingt gut. Mischlegierung für Fahrzeuge 3, jawohl. Langsam als Python, mehr Panzerung und Rumpfpunkte als Python. Hm. Python? Tiger. 55, 21. Was ist das überhaupt? Motorleistung, wie schnell ist es dann noch? 50. Und wie schnell ist es mit dem? 150. Moment. Ja, nö, hä? Was? Ist doch genauso schnell, was? Oder gilt es nur für Ketten irgendwie? Oder ist es Produktionszeit gemacht? Ah, Ketten sind sie dann langsamer. Gut, aber ich baue nur Halbketten, also von daher kann ich ja alle umrüsten, würde ich mal sagen, oder? Boah. 109, 81. Hm, Moment. Hm. Ja, komm. Gut, Commander muss eh nicht vorne sein, also kann der ruhig... Ja, kein Thema nicht. Wie sieht's denn bei dem aus? Kein Problem nicht. Ich muss... Hm. Gut, Flak baue ich eh nichts mehr, würde ich sagen. Die Dinger dachen einfach nichts. Die Dinger dachen irgendwie überhaupt nichts. Gut, Artillerie ist eh scheißegal. Haubitze ist sowieso... Aber dass das nicht langsamer wird, wundert mich. Naja, sind wir froh drum. Gut, macht es da einen Unterschied? 480? Oh doch, schon ganz ein Unterschied. Gut, aber die Panzerung... Ich würde sagen, ich mach's einfach. Ja, komm. Wir setzen auf starke Panzerung. Was ist überhaupt der Panzerungsunterschied? Oh, wegen Lebensunterschied haben wir auch noch. Von ein paar hundert. Ja, alles klar, machen wir das so. Dann machen wir das so. Baue ich wahrscheinlich eh nie wieder, weil die Beta-Kampagne eh gleich vorbei ist. In der Gamma-Kampagne gibt es wahrscheinlich gleich 10-mal bessere Waffen oder so. Achso. Okay. Hey, wo ist dein? Achso, den habe ich schon runtergesetzt. Achso, okay. Ich verwirre mich mal wieder selbst. Da bin ich inzwischen ein echter Meister. So, drei fällt mir da rüber. Hm, komme ich in der nächsten Mission wieder daher?
Okay, ich speichere den mal und den speichere ich dann später nicht mehr. Obwohl, ich muss nur kurz vor Ende speichern, ne? Gott, bin ich mal wieder blöd heute. Ja, ich lasse das Zeug erstmal stehen. Und greif mal an. Und schau zu, wie der erste gleich wieder umdreht und der nächste umdreht und ach, ist wieder so richtig schön reinkeilen. Und einfach nicht vorwärts kommen, obwohl ich schon auf. Nein, ich bin auf normaler Geschwindigkeit. Komm, ihr müsst doch nur die scheiß Bunge da noch killen. Das ist das Einzige, was noch nennenswert Widerstand leistet. Na komm! Na geht doch. Oh. Alles schießen sie wieder, nur auf die gefährlichen Sachen nicht, ne? Nein, warum auch? Kann uns doch Jacke wie Hose sein, ob wir alle sterben. Ist doch nicht mein Leben, das davon abhängt. So, wem kann ich die noch zuweisen? Ach ja, meinem zweiten nicht ganz so guten Commander wie meinem besten Commander. der da? Der da nicht. Okay, dann. Dann. Das ist mal ganz, ganz toller. Wichtig. Mega. Der da? Ah ja. Gut. Dann fahren wir jetzt mal dann auf und machen noch die restlichen Sachen platt. Wenn sie denn da mal auffahren! Komm, macht's platt. Damit das ganze Zeug da mal explodiert. Na also, war das so schwer? Ja, das war's. Schnauze. Dich habe ich nicht gefragt. Du weißt, dass es komisch ist, wenn man Selbstgespräch führt. Halt's Maul, habe ich gesagt. Okay, wenn das jetzt RDL sieht, wird das wie gemacht für die sein. Tja, egal. Oh, da haben sie schon wieder 20 Messerstellung. Boah, die schießen auch so MG-artig. Was sind denn das? Das sind diese Dreifachmesser, oder? Ja, glaub schon. Ist das dann die letzte Basis oder ist da noch mehr? Die ist gross, so würde ich mal direkt sagen. Ne? Oh Gott. Ja, geil, die kann sie da unten ein wenig rein. Oh ja. Herrlich. Ein Wort, einfach nur herrlich. Und sie fahren auch nicht weg, nein, warum auch? Warum sollten wir? Fahr da mal weg. Jetzt fahr da halt mal weg. Mensch. Nee, 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 nee. Schrecklich. Schrecklich. Oh, oh, was ist ab, was? Dumm oder MK3, gibt kein Video mehr, oder? Video, nein. Sind jetzt mal Einheiten wieder schneller geworden? Ja, ne? So, jetzt haben die ja schon wieder 150, so 150. Pff. Man, die ist ewig langsam geworden, oder? Naja, mit den Motoren, da geht es dann. Oh, ihr seid ja immer noch da oben. Sag mal! Hallo! Ihr sollt da verdammte Scheiße nochmal wegfahren! Gehen mir langsam wieder die Einheiten aus? Nein. Ich hab noch ge. Sag mal, du stehst immer noch da oben! Fährst du heute nochmal runter? Muss man die einzeln runter navigieren, ich glaub's einfach nicht. Jetzt muss ich natürlich wieder einen richtigen Commander finden. Na geil. Nein. Ja. Jetzt muss ich warten, bis der noch repariert ist. Oh, oh, oh. Thermalpanzerung für Fahrzeuge MK2 nehme ich. Ja gut, Cyborgs. Ah, nehmen halt auch noch mit. Vielleicht brauche ich irgendwann mal Cyborgs. Vielleicht gibt's irgendwann einen Ultra-Cyborg mit. Atomraketen bestückt oder so. Na, komm, das sind so viele Plattformen, eine muss die doch reparieren lassen. Ach, na endlich, geht doch. Hoppe grü, na also. Da hinten wird es auch nicht besser sein, wenn ich da angreife. Nee, nicht im geringsten.